Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Moped Simulator. Oh Mann, ist dieses Spiel geil. Es ist so geil. Ich möchte eigentlich nichts mehr anderes spielen. Ich werde jetzt Tag und Nacht nur noch dieses Spiel spielen. Ich werde alles aufnehmen und ihr müsst alles angucken. Na, wäre das was? Ja, wunderbar. Das haben wir ja brillant gemacht. Ich bin ein Fahrgott. Jawohl. Und wir sind Erster. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder... Das ist doch unfair. Warum fährt denn der schneller als ich? Das ist irgendwie... gemein. Ich kann nichts machen. Nichts kann ich machen. Ich kann wirklich nur hoffen, dass die Fahrfehler machen. Anders habe ich da keine Chance. Gut, ich könnte natürlich auch relativ fehlerfrei fahren. Das wäre vielleicht auch mal anzuraten. Jawohl. So zum Beispiel. Ah, du Wichser, du. Du kleiner Stricher, ich werde dich erwischen. Ja, da muss ich dann wohl noch eine andere Meisterschaft fahren, um hier mal den Titel holen zu können. Also das werde ich wohl öfter durchspielen. Diesen wahnsinnigen... imposanten Titel, diesen Meilenstein der Spielgeschichte. Ja, schön macht er das. So, da vorne ist wieder das Ziel. Ich habe nur dann eine Chance, wenn ich da irgendwie... Ah, komm! Und bums, bin ich wieder Letzter, weil ich die nicht abhängen konnte, die anderen. Das ist doch echt das Letzte. Das ist doch ein Witz. Verarsch mich halt. Mann, Mann, Mann. Also ich glaube, ich muss da wirklich meine Frau mal nötigen. Das ist, so leid es mir tut, aber das muss ich mit ihr zu zweit mal spielen. Ich möchte ihr unbedingt eine Freude machen. Ich glaube, ich mache es zum Hochzeitstag. Ich werde ihr zum Hochzeitstag eine Partie Moped-Simulator schenken. Da freut sie sich ganz bestimmt. So, da bleibe ich jedes Mal irgendwie komisch hängen an der Kante. Keine Ahnung warum. Und den Penner da vorne, den hole ich nie und nimmer ein, auch wenn er mich jetzt gerade wieder ein bisschen rankommen lässt. So, schön ruhig rum um die Kurve. Und an den Auspuff hängen und dann kurz vorm Ziel vielleicht noch ausbremsen. Oh Gott, ich rede so, als ob das wirklich eine echte, ernstzunehmende Rennsimulation wäre. Ich schmeiß mich weg. Ach Mann, genau das habe ich mir gefragt. Dreck, fuck, Scheißkack, ey. Kurz vorm Schluss. Ah. Fick dich, Spiel, ey. Ist doch wahr. Mann, nicht mal Dritter kann ich mehr werden, wahrscheinlich. Da müsste ich mal einen ersten Platz belegen, vermute ich. So. Auf geht's, Burschen. So. Wo kam denn der her? Der ist doch nie aus dem Stand so schnell gefahren. Das war doch ein Fliegender. Mann. So. Ach, komm. Ach, und jetzt werde ich auch noch geschubst. Ist doch echt ätzend. So langsam baut sich so eine gewisse, wie soll ich sagen, Aggression auf. Außerdem ist ja Tempo 30. Mann. So, also. Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Ich bin noch dran. Weil sie einen ja dann doch wieder ranlassen. Rankommen lassen. Ranlassen, das kriegt so ein bisschen... Weg da! Okay. Noch ein Versuch. Vielleicht packe ich es ja diesmal. Irgendwie mal vorne zu sein am Ende. Verpisst euch. So, also,
Platz 2. Ich würde aber schon ganz gern mal ein Rennen gewinnen. Nur um mal so zu wissen, wie das ist. Ja, aber ich komme nicht an den Rand. Da muss ich wieder hoffen, dass ich irgendwie in der Kurve eine Chance habe. Und dann darf ich auch nicht irgendwie bei der nächsten Ecke wieder hängen bleiben. Yes. Ich beginne langsam dieses Spiel ernst zu nehmen. Das macht mir Angst. Frenkel, hör auf mit der Scheiße. Ah. Warum muss da auch jemand ein Haus hinbauen? Mitten im Wohngebiet, ey, das geht doch nicht. Angedutzt, aber alles im Griff. Alles noch im Griff. So, jetzt aber. Ach man, wo kommt denn der jetzt her? Und dann fängt es auch immer an zu ruckeln, wie bescheuert, wenn die versuchen, mich zu checken hier. Zu rammen, das geht nicht. Hau ab! Das geht mir auf den Sack, das geht mir sowas von auf den Sack. Ja, jetzt hat er mich überholt. Danke. Falls ihr so eine latente Aggression aus meiner Stimme hört. Da habt ihr euch getäuscht! Ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin sowas von entspannt. Ja, genau. Genau! Mann. So. Ich bin noch dran, Freunde. Wenn ich bei euch ankomme, dann entferne ich euch den Sehnerv. Ganz langsam. Na, jetzt komme ich wieder nicht mehr ran. So, und dann auch nur diese Verkehrsinseln, ey. Ganz, ganz übel. Ja! Ich bin dran, ich bin dran und es ist schon wieder vorbei. Ach Mann, Dritter. Immerhin. So, ein Punkt fehlt mir noch auf Rang 3. Habe ich jetzt noch ein Rennen? Habe ich jetzt noch ein Rennen? Habe ich jetzt noch ein Rennen? Hallo? Ja. So, jetzt. Jetzt werde ich meinen ersten Sieg holen, habe ich gerade beschlossen. Ja, jetzt lasst es mich da nicht vorbei. Ah, man kann da auch über die Pampa drüber fahren. So ein bisschen. Das ist doch wirklich nicht euer Ernst. Das ist doch... und dann ruckel, 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 wackel, wackel, wackel. Komm, leck mich am Arsch. Hau ab, du Arsch, du blöder Penner. Also es ist Wahnsinn. Wenn die hinter einem sind, dann können sie plötzlich schneller fahren, ja? Das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen. Und wenn ich dann hinter ihnen bin, dann bleibt das Tempo immer gleich. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die Programmierer das vielleicht absichtlich so gemacht haben. Na gut, vielleicht können sie es auch einfach nicht. Rum! Ja. Ja, und das ist das alte Problem. Da komm ich nicht dran. Da komm ich einfach nicht dran. Wenn ich jetzt vielleicht hier mega Abkürzungen fahre. Muss halt aufpassen, weil da auf der einen Seite ist natürlich immer eine Leitplanke. Doch mal so, oder? Scheint ja auch der Geschwindigkeit nicht zu schaden. Wenn man so ein bisschen über die Curbs, abkürzt. Nee, die lassen einen da nicht dauerhaft vorbei. Das ist, das finden die nicht gut. Das ändern die dann immer wieder. Das ist, das Spiel cheatet. Ohne Scheiß, das cheatet. Ich glaub's nicht. Ich meine, wenn es wenigstens gut cheaten würde, aber das cheatet so schlecht. Das sieht Blinder mit Rückstock. Fahren wir doch einfach hier, oder? So ein kleines Cheaterschwein. Jetzt komm, mach keinen Scheiß. Ja. Das ist einfach etwas seltsam alles. Jetzt komme ich wieder nicht dran. Und nur ein Fahrer ist hinter mir. Der ist ganz schlecht. Der ist jedes Mal ganz schlecht. Das ist auch der einzige, den ich offensichtlich jedes Mal besiege. Das ist schon ganz schön frustrierend. Nein, nicht wirklich. Ich
nehme das jetzt, also ich kann das wirklich nicht so ernst nehmen, das Spiel. Es geht leider nicht, es tut mir leid. Ich versuche alles, aber es geht nicht. Weil wenn das wirklich ernst ist und ich das wirklich ernst nehme, dann muss ich leider Bröckchen kotzen. Komme ich da so ein bisschen ran, wenn ich da aber so ein bisschen abkürze? Ich bilde mir ein, ja. Naja, das war ja wohl mal wieder nix, Frenkel, ja? So schaffst du es nie auf den dritten Platz. Sind wir jetzt durch? Wieder fast letzter. Ich glaube, ich muss echt kotzen. Naja. Immerhin. War ich der bislang Beste, der dieses Spiel hier an meinem Rechner gespielt hat. Ich war ja auch der bislang Einzige. Ja. Meisterschaft. Ist das nicht toll? Senden? Wohin denn? Da wird nichts gesendet. Ihr spinnt wohl. Ja, da sind wir jetzt mal durch, ne? LAN-Spiel geht anscheinend auch. Und zwei Spieler geht irgendwie auch. Zeitrennen, das gucken wir uns auch noch schnell an. Ja, oder nee. Oder wollen wir das wirklich? Fahren wir mal dieses leichte Ding hier. Mal kurz, was das jetzt hier soll. Zeitrennen, das ist wahrscheinlich einfach nur, da wird die Zeit gestoppt und dann am Schluss sagt, hurra, du hast die Bestzeit. Weil kein anderer gefahren ist. Nee, das ist jetzt zu langweilig. Das tut mir leid, das kann ich nicht. Das geht nicht. Ich bin irgendwann auch mal am Ende mit meinen Nerven. Ja, ich werde vielleicht mal gucken, ob ich meine Frau zu einer kleinen Runde überreden kann, aber für mich ist jetzt erstmal hier Feierabend. Ich hoffe, es hat euch total viel Spaß gemacht und ihr wollt vielleicht noch eine Folge sehen. Vielleicht noch eine Meisterschaft? Vielleicht soll ich noch eine Meisterschaft fahren? Hm, wollt ihr das vielleicht? Oder? Nee, ne? Das muss ich jetzt nochmal kurz angucken. Wie ist das hier? Ist das... was ist das? Egal. Wir sehen uns irgendwann, irgendwo, irgendwie wieder bei einem meiner Let's Plays, hoffe ich. Bis dahin verbleibe ich. Euer Opa Harald. Ciao, ciao.